So, ich bin hier wieder auf meiner Geheiminsel, wo ich wirklich immer was finde, wenn ich was finden will. Das sind meine zwei Funde. Das ist eine Gürtelschnalle. Kann man das ein bisschen sehen? Kann man sehen, ne? Eindeutig, hier ist der Haken. Ja, hier ist irgendein Emblem drauf. Oder irgendein, ja, weiß ich nicht, ein Wappen oder was. Keine Ahnung. Und dann habe ich einen Silbergroschen gefunden. Na, justiert er sich ein. Da ist er. Jawohl. Ja, cool. Von, wie heißt er? Friedrich Wilhelm III. Na, glaube so, wa? Friedrich Wilhelm III. Der soll ja hier in der Gegend ein Sommerschloss gehabt haben. Naja, und hier deswegen findet man hier viele coole Sachen. Und hier habe ich ein geiles Signal. Und das Abgefahrene ist, wenn so ein Signal hier kommt, ist das in der Regel immer was. Und jetzt werde ich mich schon mal ein bisschen beeilen. Ja, ich muss nochmal genau justieren. Hier oben ist das. Kann man das mal sehen? Keine Ahnung. Jetzt ist es ohne unscharf. Kann man sehen. Gut. Ist das wieder scharf? Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. So. Gehen wir mal das Botzel rausholen. Das ist hier auch wirklich alles immer schön tief. Also deswegen weiß man auch, dass es alt ist. Aha, hier bimmelt es ja schon ganz bösartig. Ich habe eine Wunde an der Hand, deswegen muss ich jetzt mal den Handschuh anziehen. Hört mal. Das scheppert wie blöd. Also das ist, also ich schwöre, dass das was Cooles ist. Ich wüsste das einfach. Also anmachen wäre nicht verkehrt. Aber was haben wir denn jetzt? 3. 1 reicht. Da haben wir es schon. Hier ist es, hier ist es, hier ist es. Du, ich hab's. Ja, gut. War natürlich klar. Ich mache einen Film. So eine Scheiße hier. Ach Gott, das ist vom Jäger. Das ist von der Schrotpatrone. So ein massives Geschoss, wenn sie Wildschweine erlegen wollen. Mann, ist das zum Kotzen, ey.